Hallo ihr Lieben, heute ging es eigentlich weiter mit einer Ratte in der Klemme. Allerdings ist mir vorhin ein Bote entgegengerannt. Der hat mir wieder... Moment, wo ist er denn? Ach so, ich muss den Brief noch lesen. Brief eines Freundes. Mal gucken, welcher das ist. Genau dieser. Mit der Machtdemonstration eures Turms in Apokrypha habt ihr für einige Aufregung gesorgt. Nicht jeder erwartet die Rückkehr des Drachenbrutes mit Freude. Ihr kennt ja die Sorte Briefe, ne? Falls nicht, könnt ihr die Stopptaste drücken. Gut. Ich habe also vor, erstmal diesen Schrein in Eisenbahnhügel zu holen. Weil es sind ja immer Wartezeiten zwischen zwei. Ja. Bevor der Bote wieder kommt und mir einen neuen Schrei präsentiert. Und außerdem möchte ich noch etwas machen. Ich habe nämlich festgestellt, dass ich abgesehen von diesem Lichtschwert hier keine Zweihandwaffe dabei habe. Und da habe ich mal geschaut, ob ich auf Nexus einen etwas ausgefalleneren Skin finde. Und ich habe einen gefunden. Der könnte mir zusagen, das muss ich noch rausstellen. Und zwar hier, Dovahkiins Greatsword. Natürlich kriegt ihr wieder den Link in die Videobeschreibung, falls euch das Schwert gefällt. Also den Link zu Nexus zu der Seite. Und wir brauchen für dieses Schwert 5 Feuerholz, einen Drachenknochen, 5 Stahlbarren, einen Goldbarren und einen gewöhnlichen Seelenstein. Und jetzt bauen wir das Ganze mal. Und dann schauen wir uns dieses Schwert einmal an, bevor wir es verbessern. Dovahkiin, wo ist es denn? Dovahkiins Greatsword. Was wäre denn das hier? Na, falsche Taste. Ihr seht, es hat einen Flammenskin. Und da, auf den war ich mal neugierig. Man sieht es leider auf den Miniaturen nicht so richtig. Und ich muss wirklich mal rausfinden, wie ich die Kameraperspektive ändern kann, auch im gezogenen Zustand. Und ja, doch gefällt mir an und für sich ganz gut. Jetzt schauen wir mal, wie weit ich das Schwert aufrüsten kann. Mal meine Schmiedeklamotten. Also das geht noch, ihr seht hier 29% verbessert. Das geht auch noch auf 30%. Wie das geht, wird in Tutorial Nummer 8 zu sehen sein. Aber da fehlt uns noch eine Voraussetzung, bevor ich mich dieses Tutorial ja, planen kann. Also, die ist fast nicht rausgebracht. Gut, mal kurz gucken, ob ich richtig gelesen habe. Und die, ja, also man braucht Feuersalze zum Aufwerten. Und dann rüste ich mal die Schmiedeklamotten aus. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Nehme den Schmiedetrank. Schmiedetrank mit 130% Verbesserung. Jo, und dann verbessern wir das mal. Und zwar von 40 auf 243. Der Wert hier, Schaden 243, hängt natürlich auch von meiner Qualifikation in Zweihand ab. Und den stellen wir dann mal her. Also ihr seht schon, 40 auf 243, das ist schon eine ordentliche Steigerung. So, dann wieder weg mit den Schmiedeklamotten. Halt, das machen wir anders. Ich habe Zuschauer, da möchte ich nicht nackt rumrennen. Also erstmal meine schwere Rüstung wieder anlegen. Dann brauche ich... Na, wo ist es denn? Kette des Zweihandkampfes mit 40% Bonus auf Zweihand. Und einen Ring des Zweihandkampfes. Ich habe nämlich vor, die nächste Ruine mit Zweihand zu machen.
Ich habe ja alles geskillt, was geht überhaupt. Ihr habt ja meinen Skillbaum schon mal gesehen. Falls nicht, blätter ich ihn für euch nochmal kurz durch. Ja. Also so sieht's aus. Die meisten Fähigkeiten sind schon einmal auf legendär, manche sogar schon mehrmals auf legendär. Und Moment, wo ist denn zwei Helik hier? Ist auf 100%. Ich habe halt nicht allzu viel investiert. Jetzt habe ich einen Punkt, den habe ich noch frei. Den investiere ich auch prompt. Und normalerweise wird sich jetzt dann auch der Waffenwert erhöht haben. Auf 320, ne? Also ihr seht, es wirkt sich direkt aus. Alles bestens. Vielleicht kann ich... Nee, kann ich nicht austricksen. First Hand. So schaut es aus. Also aus First Pit Bedien. Ja, doch, gefällt mir gut. Ich hätte doch zur Auswahl gehabt, das Zweihandschwert hier, Black Zweihand Katana. Das ist auch eine Mod. Das möchte ich ja jetzt zumindest mal zeigen. Black Zweihand Katana sollt ihr zumindest gesehen haben. Schaut aus, im Grunde wie ein Akamiri-Schwert. Ist, wie ihr seht, sehr detailreich gearbeitet. Gefällt mir auch gut. Aber ich denke, ich werde jetzt mal dieses Flammenschwert verwenden. Also wieder zurück damit. Und ich habe vergessen, die Uhr einzustellen. Ich schätze mal, dass ich jetzt gerade bei 5 Minuten bin. Hoffentlich muss ich nichts wegschneiden. Zweihandkatana wieder ablegen. Dann Duperkins Schwert auf die Favoriten. Hier heißt Burns the Target for 45 Points Targets and Fire Take Extra Damage. Jetzt bin ich mal neugierig, ob man dieses Schwert trotzdem noch weiter verzaubern kann. Oder ob das so bleibt. Wie auch immer, ich werde die nächste Ruine auf jeden Fall mit diesem Schwert machen. Das Black Zweihand Katana, das kann man auf jeden Fall verzaubern, da ist noch keine Verzauberung drauf. Kinder, bitte wegschauen. Das liegt an der Mod Amazing Follower Tweaks. Da laufen die manchmal in Unterwäsche rum für einen kurzen Moment, bis die Klamotten erkannt werden. Da kann ich nichts dafür. So, mal kurz ablegen. Dann F5 drücken. Wir testen das jetzt einfach mal. Ich hole mir jetzt also einen. Wir nehmen einen schwarzen Siegelstein. Weil ich gerade von denen mehr habe als von den Mächtigen. Dann einen Zaubertrank, der Verzauberung verstärkt. Das ist ein kombinierter, da heißt zwar Feuerresistenz, aber wenn ihr die Beschreibung lest, seht ihr 32% stärkere Verzauberung. Und auf die kommt es immer gerade an. Gut, dann nehmen wir Azidals Rüstung. Vor allem die Stiefel. Erhöht die Verzauberung nochmal um 10%. Ich muss aber 4 Teile tragen. Das tun wir auch. Also, Azidal einmal, zweimal, dreimal, viermal. Und dann bekommen wir zusätzlich zu dem 32% Bonus des Tranks noch die 10% von der Azidal-Rüstung. Deswegen habe ich sie auch geholt. Feuerresistenz gespeichert ist. Ich kann eigentlich nichts vermasseln. Ich versuche jetzt Chaos-Schaden drauf zu zaubern. Gegenstand. Nee. Kann ich leider nichts mehr auf das Schwert, auf das Zweihandschwert drauf backen. Na, das macht nichts. Nicht so schlimm. Kurz neu laden. Dann räumen wir das Zeug wieder auf. Gut.
Also von dem her werde ich wahrscheinlich über kurz oder lang doch für das Zweihand-Katana entscheiden. Aber ich probiere jetzt das neue Schwert auf jeden Fall aus. Es ist mit Sicherheit stark genug. Nee, falsch. Die kommen wieder auf den Kleiderständer. Ablegen. Ausrüstung verwalten. Dann Velaya auswählen. 1, 2, 3, 4. Und schon ist wieder aufgeräumt. Gut, wir wählen. Wo ist es denn jetzt schon wieder? Dovahkiins Greatsword, das hier. Gut. Das heißt, ich werde auf jeden Fall die nächsten Skillpunkte in Zweihand investieren. Auch weil ich eigentlich vorhabe, öfters Zweihand zu verwenden. Wir sehen uns dann bei der Energiequelle in Eisenbundhügel. Also, bis gleich.